und herzlich willkommen beim Spiel mit mir Kanal. Ich habe euch letztes Mal den Slushy Maker von Chill Factor Magic Freeze gezeigt und den habe ich jetzt ein paar Stunden eingefroren. Die Flüssigkeit hier ist mittlerweile hart geworden und damit werde ich jetzt meinen ersten Slushy machen. Ich bin schon total gespannt. Man soll den Eisbecher ungefähr 3 Stunden lang in den Gefrierschrank tun. Meiner war noch länger drin. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt gut funktionieren wird. Ich mache da jetzt meinen Lieblingssaft rein und den schütte ich bis 2 cm unterm Rand in den Eisbecher hier. So. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Das Getränk soll auch gekühlt sein, stand mit dabei. Also ich habe den Saft jetzt gerade aus dem Kühlschrank geholt. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Man soll das Ganze jetzt erstmal 1 Minute lang ruhen lassen. Und nach 1 Minute geht es dann weiter. So, ich habe 1 Minute gewartet. Jetzt mache ich mal hier den Deckel drauf. Und jetzt geht's los mit dem Kneten. Also hier steht Kneten, Kneten, Kneten. Ich bin mal gespannt. Das mache ich jetzt einfach mal. Fühlt sich irgendwie komisch an. Also auf jeden Fall kalt und ja, ich kann gar nicht so richtig beschreiben, wie schon als wäre da irgendwas drin, aber oben sieht es noch flüssig aus. Ihr seht ja auch, da oben schwappt noch der Saft hin und her. Also noch sehe ich hier keinen Eisslushy. Ich knete immer noch. Nichts passiert. Also ich habe jetzt immer weiter geknetet und mittlerweile sieht das sogar hier aus, als wäre hier was Flüssigkeit in den Zwischenraum gekommen. Und hier ist mir auch schon Saft rausgetropft, obwohl das geschraubt ist. Und man sieht auch immer noch keinen Slushy, aber ich schraube das jetzt mal auf und schütte das in ein Glas, damit wir sehen, was da passiert ist, ob da irgendwie sich was entwickelt hat. Nö, das ist alles noch flüssig. Schade. Hier ist auch kein Slushy drin. Ich habe den Saft mal probiert. Er ist wirklich sehr kalt jetzt, aber sieht ganz und gar nicht nach einem Slushy aus. Schade. Ja, schade. Bei mir hat es leider nicht funktioniert. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht am Getränk lag. Ob es an dem Saft lag, aber der ist ja zuckerhaltig. Also hier steht in der Anleitung, dass man keine light- und ungesüßten Getränke verwenden soll. Aber so ein Saft hat schon ziemlich viel Zucker mit drin. Und weiß ich nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Es war auf jeden Fall auch lange genug im Gefrierschrank. Ich habe geknetet, so gut ich konnte. Und leider ist kein Slushy dabei rausgekommen. Wenn ihr Lust habt, dann probiere ich das nächstes Mal nochmal mit einem anderen Getränk aus. Zum Beispiel mal mit so einer Limonade. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt am Saft lag. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr möchtet, dass ich das nochmal mit einem anderen Getränk teste. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch schon mal so einen Slushy Maker ausprobiert habt und ob es bei euch funktioniert hat. Ob ihr irgendwelche Tipps für mich habt, ob ich was falsch gemacht habe. Da freue ich mich über eure Kommentare. Ich hoffe, ihr gebt mir trotzdem einen Daumen nach oben, obwohl es nicht funktioniert hat. Und schaut auch unsere anderen Videos. Wir freuen uns darüber und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!